Gute Miene, ein freundliches Lächeln und das alles in einem riesigen Stress durch einen großen Kundenansturm. Olivier Anton, der Filialleiter von Decathlon Hagen, hatte an diesem Eröffnungsdonnerstag mit seinem rund 50-köpfigen Team alle Hände voll zu tun. Großes Interesse und Treiben beherrschte gleich nach der Eröffnung des Sport-Megastores an der Weststraße die riesige neue Verkaufsfläche. So, der Filialleiter von Decathlon Hagen, heute die Eröffnung, Olivier Anton. Wie sieht es aus heute bei der Eröffnung? Ja, heute bei der Eröffnung ist absolut super. Wir haben jetzt, es ist 13.30 Uhr und wir haben über 2000 Personen hier schon gekriegt. Das Parkplatz ist voll, wir sind absolut begeistert und mein ganzes Team freut sich sehr, die Kunden hier zu begrüßen und auch etwas noch zu verkaufen. Und das nicht am Wochenende, man muss dazu sagen, wir haben heute Donnerstag. Ja, genau, wir sind heute Donnerstag, Mitte im August. Normalerweise ist es relativ ruhig in alle anderen Geschäfte. Aber hier bei uns ist rappelvoll, also Sie können etwas sehen. Ich bin total zufrieden, der Parkplatz, wie gesagt, noch einmal ist voll. Die Kunden sind da sehr zufrieden. Ich glaube, am Wochenende wird noch etwas groß. Gibt es einen speziellen Bereich, einen speziellen Sportbereich? Grundsätzlich nicht. Alle Bereiche verkaufen das ganz gut. Eigentlich heute ist ein bisschen unsere Überraschung, die Radsportabteilung funktioniert super. Wir haben schon sehr, sehr viele Fahrräder verkaufen und Radsport ist die kleine Überraschung heute, aber das freut mich sehr. Schon Fitnessbekleidung und Material funktionieren also auch ganz gut. Man kann es hier sehen, es sind sehr viele Vereine aus der Region, die sich präsentieren auch hier. Ja, ein bisschen sind ein paar Vereine bei mir gekommen, ein paar Begrüßungen zu machen, erstmal erste Kontakt zu nehmen und ein paar Werbung auch auf dem Tabelle oder dem Tableau, das wir jetzt haben, lassen. Aber es ist noch nicht ganz, ganz groß gekommen. Aber ich bin sicher, dass die Leute waren da und haben einfach nicht wirklich versuchen, mit mir zu sprechen. Das verstehe ich auch. Ich war ein paar rechts und links und das war einfach so.